Hallöli, liebe Leute. Bin gerade dabei, so einen Cat7-Kabelverbinder zu montieren. So sieht das Teil aus. Und da kann man hier links rein, das Ding anschließen, rechts raus oder auch wieder links rein oder umgekehrt, wie man möchte. Deswegen zeige ich das gerade mal so, wie man das macht. Das Teil hier ist von Metz und ich finde das ganz gut und komme damit ganz gut klar. Deswegen nutze ich hauptsächlich diese Teile, wenn ich dann mal eine Leitung zu verlängern habe. Zuallererst nehme ich hier mal so einen kleinen Schraubenzieherspitze, um diesen Schirm so ein bisschen aufzuflechten. Möglichst vorsichtig, damit da nicht allzu viel wegreißt von. Und ich isoliere das auch immer etwas länger ab, weil ich dann so einen Knoten in den Schirm mache und das um die Leitung, wie hier zu sehen, so rumwickle und dann festmache, damit es dann nicht so immer auf halb acht hängt. Und wenn man das so macht, dann ist es relativ fest und man kann es gut befestigen. So, das überstehende Teil schneide ich jetzt hier ab mit so einem kleinen Elektronik-Seitenschneider. Damit macht sich das ganz gut. Ja, und zuallererst gehe ich wie folgt vor. Zuallererst montiere ich hier die Zugentlastung von der Leitung. Die ist hier doppelt sogar vorhanden. Und wie man sehen kann, ist der Schirm jetzt genau unter dieser Klemme. Als Werkzeug benötigt man hier so ein Anlegewerkzeug, um die Leitung dort reinzutackern und gleichzeitig zu kürzen. Da ist vorne so eine kleine Schere dran und, wie gerade schon erwähnt, so einen kleinen Elektronikseitenschneider. Der macht sich manchmal ganz praktisch, falls die Leitung doch nicht ganz geschnitten wurde mit dem Anlegewerkzeug. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt hat sich das gleich gegenüber nochmal festgebappt. Gleich nochmal die zweite Ader von dem Aderpärchen. Und zack, gleich mit abgeschnitten dann vorne. Ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber es geht schon. Für eine sehr gute Datenübertragung ist es wirklich wichtig, diese Abschirmung der einzelnen Aderpaare bis vor die Klemmstelle zu führen. Wie man hier sehen kann, so sieht es dann fertig aus. Jetzt kommt gleich noch der Deckel drauf. Hier hat leider 1 Meter gefehlt, deswegen mussten wir hier so ein Teil setzen. Und so sieht es dann aus. Das Ganze ist von Metz, wie gesagt. Das war's dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesem Sinne, bye bye, euer Elektro-Junkie.